Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite, cool. Mir schwebt die ganze Zeit noch eine Frage vor, aber ich war mir jetzt nicht sicher, wie ich Code draußen mit dem Rabattcode. Ja, genau. Mit was dem Rabattcode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwätzle mit Marfi. Ich bin heute zu Gast bei Levin Eisenmann. Hi Levin. Hi. Wir sind hier in deinem Studio, in deinem Wahlkampfbüro. Levin, 23 Jahre und Mitglied der Jungen Union und der CDU und Kandidat für die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg im März 2021 und kandidiert hier für den Landkreis Konstanz, Bereich Konstanz, Radolfzell und die Höri. Ja, du bist auch noch Vorsitzender von der CDU vom Kreisverband, Stellvertreter. Genau. Und Stellvertreter, nee, und Vorsitzender von der Jungen Union. Ja, Levin, wie kam es Politik? Erzähl mal. Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite, cool, dass ich heute der Gesprächspartner sein darf. Und bin eingetreten in die Jungen Union durch meine Schulzeit. Okay. Damals, das war so 2011, 2012, mit der Schulklasse das Europäische Parlament in Straßburg besucht. Und das war ja gerade so zur Zeit der Euro-Krise, Europakrise. Mhm. Und das war so Anlass für mich, so die Entscheidung zu treffen, ich will politisch was machen. Okay. Und habe mich dann zusammen mit zwei Schulfreunden von mir, mit denen ich auch bis heute auch befreundet bin, wir haben uns dann zusammengetan und sind in die Junge Union eingetreten und ein Jahr später dann auch in die CDU, weil wir einfach auch ein Bekenntnis zu Europa und auch zur damaligen Europapolitik von Angela Merkel abgeben wollten. Okay, wunderbar. Mit 23 bist du noch relativ jung und wie ist das, wie siehst du das? Ist das für dich ein Vorteil in der Landespolitik, in Stuttgart im Landtag dann zu sitzen mit deinen jungen 23 Jahren oder findest du es einen Nachteil oder gibt es eher Vorteile und Nachteile oder ja, wie siehst du das? Also bin junger Kandidat mit 23 Jahren und ich bin erstmal der ganz festen Überzeugung, dass Politik keine Frage des Alters ist, sondern eine Frage, was will und was kann man leisten. Okay. Und es kann jemand Junges genauso gut wie jemand Altes. Und ich glaube vielmehr, dass sogar mein junges Alter ein ganz großer Vorteil ist, weil jetzt gerade ja dieser Begriff Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit eigentlich ja jeder benutzt, der irgendwie Politik machen will oder politisches Interesse hat. Und ich glaube, gerade durch mein junges Alter kann ich mich wirklich zur Nachhaltigkeit bekennen und kann wirklich jede politische Entscheidung sozusagen davon abhängig machen, ob sie generationengerecht, ob sie nachhaltig ist, weil es eben meine Generation auch noch in 30 und 40 Jahren und die Generation meiner Kinder betreffen wird. Ja, das ist richtig. Ja. Du suchst auch den Kontakt zu deinem Wahlkreis, das ist dir sehr wichtig. Du möchtest unbedingt auch den Kontakt zu deinen Wählerinnen und Wählern und zu den ja, Bürgerinnen und Bürgern. Wie wichtig ist dir da der Kontakt? Ja, total wichtig, weil meiner Meinung nach ja Politik bei den Leuten beginnt. Also man sagt ja immer, das Mitglied im Landtag, das Mitglied im Bundestag ist ein Volksvertreter, kommt also vom Volk. Und eine Aufgabe vom Landtagsabgeordneten ist es ja, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger im Landtag zu vertreten und vor allem eben auch die Ideen in den Landtag zu transportieren. Und wo kann man das am besten als eben vor Ort bei den Leuten dort einfach mitzubekommen, was ist da gerade das Anliegen, was sind die Themen und die dann mit nach Stuttgart zu nehmen und dort dann einfließen zu lassen. Okay. Wenn wir schon beim Kontakt vor Ort sind, bei den Bürgerinnen und Bürgern in deinem Wahlkreis, du hast eine Praktikumstour gemacht oder bist da dran, warst unter anderem beim DRK in Radolfzell auf der Rettungswache im Rettungsdienst, mal einen Tag dabei, du warst im Pflegeheim von der Caritas, du warst auch bei der Metzgerei Hirling in Dettingen, auch dabei und wie man auf dem Foto gesehen hat, auch kräftig beim Schlachten oder beim, schön dabei in der Metzgerei. Und wie wichtig ist dir da auch der Bezug zu den nicht nur Firmen, Unternehmen, sondern auch eben solche Institutionen wie Pflegeheim, Rettungsdienst?
Ja, das knüpft ja an der Frage davor an, Genau, nämlich dass man einfach den Kontakt vor Ort hat zu den Menschen vor Ort. Und ich finde, das kann man halt am besten auch da so sicherstellen, indem man halt auch mal in den Arbeitsalltag von denen abtaucht. Und deswegen war das so eine Idee von mir, als ich gesagt habe, ich will in den Landtag gehen, dass ich mit meiner Praktikumstour angefangen habe, wo ich immer einen Tag, so im Schnitt jede Woche oder alle 14 Tage, mal wirklich einen Tag lang in dem Betrieb und in der Einrichtung bin und dort nicht nur 20 Minuten vorbeikomme, um mit dem Chef oder mit dem Vorsitzenden irgendwie zu sprechen, sondern wirklich den ganzen Tag mit anpacke, um eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und vor allem auch deren Anliegen. Und das finde ich, das bringt mir total viel, weil ich dadurch wirklich extrem viele Themen kennenlerne. Du hast jetzt gerade ein paar Beispiele genannt, wo ich war. Und man lernt die Anliegen kennen, man lernt es aber auch so ein bisschen zu schätzen, was in den ganz verschiedenen Branchen jeden Tag geleistet wird. Also gerade beim Rettungsdienst, wo ich einen Tag war, oder im Pflegeheim oder auch im Krankenhaus, wo ich jeweils einen Tag verbracht habe, habe ich davor natürlich schon sehr wertgeschätzt. Aber jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit habe ich noch viel mehr und viel besser gesehen, was die da jeden Tag für super Arbeit leisten. Und das will ich auch auf jeden Fall beibehalten, sollte ich in den Landtag gewählt werden. Das ist wahrscheinlich nicht jede Woche, werde ich es jetzt nicht schaffen, dort vorbeizugucken. Aber so in regelmäßigen Abständen, das ist so ein festes Ding von mir, wo ich sage, das will ich auch gerne weitermachen. Wäre natürlich auch, also das ist sicherlich auch die Meinung von vielen anderen, dass die gerade die Politiker, die etwas in der obersten Etage unserer Regierung, sei es Landesregierung oder natürlich auch in der Kommunalpolitik, aber auch auf Bundesebene, dort in der obersten Etage sitzen, dass die das auch häufiger mal machen, um gegebenenfalls jetzt als Beispiel unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Er steht da und spricht über unsere Gesundheit, gerade zu der Corona-Pandemie, was sicherlich eine Herausforderung für ihn ist und er sich sicherlich eine andere Amtszeit gewünscht hat. Ja. Aber nicht nur, wie du schon sagtest, im Krankenhaus vorbeigehen und mit dem Chef sprechen und mal über die Station laufen und ein paar Fotos machen und Hallo sagen, sondern mal wirklich mit anpacken. Und das vielleicht, wie du sagst, in allen möglichen Bereichen. Das, glaube ich, wünschen sich viele Leute von den Politikern, dass die dann mal hoffentlich dann gerade in den Pflegeberufen, im Gesundheitsbereich, das zu schätzen zu wissen. Ja. Ja, also ist ein Eindruck, den ich total bestätigen kann. Also eigentlich überall, wo ich jetzt war, bei diesen ganzen Praktikumsstationen, hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich gut ankam, dass man auch mal ganz froh war, dass vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Distanz da war. Ach, da ist jetzt einer, der da mal einen Tag reingucken will. Aber dass dann so, je länger man dabei ist und je länger ich da im Supermarkt dann die Konservendosen irgendwie einsortiert habe, dass da dann auch die Barrieren irgendwie Ja, runterfallen. genau. Und ich finde schon, dass es viel mehr geben muss. Also vereinzelt gibt es das ja schon, dass dann der eine Politiker da mal einen Tag mit dabei ist. Und ich finde, das stärkt einen da wirklich, um auch diese Themenfelder Ich kennenzulernen. glaube, das würde auch den Bürgerinnen und Bürgern ein bisschen das Gefühl geben, eben von dieser Wertschätzung, dass die Bürgerinnen und Bürger merken, okay, er weiß, wo es lang geht und er weiß, wie der Hase läuft. Und glaube ich, das ist schon so ein Punkt, wo, ja, wie du sagst, der gut angekommen ist bisher. Und Auf jeden Fall, weil zum Beispiel, ich war ja in ganz verschiedenen Bereichen, du hast jetzt vorhin auch ein paar Beispiele genannt, Pflegeheim, Krankenhaus, Edeka, Supermarkt, genau, hatten wir Metzgerei, schon. Heizungsbauer, also ganz verschiedene Bereiche. Und ich habe aber überall eine gleiche Frage gestellt, nämlich was ist euer Top-Anliegen? Und egal wo ich war, in welchem Bereich, immer als allererstes wurde mir genannt, es gibt viel zu viele Auflagen und viel zu viel Bürokratie. Und ich glaube, das jedenfalls mir macht es ziemlich so diese Gedanken, weil natürlich muss man immer überprüfen, wo sind Regelungen notwendig, dass man irgendwas schützen muss, was ja auch richtig ist, aber dass man trotzdem den Leuten, die da tagtäglich super Arbeit leisten, im Großen und Ganzen, dass man den Leuten eben auch das Vertrauen entgegenbringt und nicht sagt, so wir bevormunden euch jetzt und diktieren euch jetzt aus Stuttgart oder aus Berlin oder aus Brüssel, wie ihr eure Arbeit besser machen könnt, sondern wir schaffen zwar die Rahmenbedingungen, aber wir vertrauen euch vor Ort, weil ihr könnt es, ihr macht es ja auch jeden Tag. Ja, richtig. Du hast kundgetan, für jede 50. Stimme, die du bekommst, wirst du einen Baum pflanzen. Ja, mit welchem Hintergrund? Nachhaltigkeit, Klimaschutz?
Wird jetzt wahrscheinlich die Antwort sein, natürlich, aber. Ja, ich finde, ich kandidiere für die CDU und ich werde ganz oft gefragt, du hast mich ja vorhin gefragt, warum ich in die CDU eingetreten bin. Und ich finde, was so der Unterschied von der CDU zu anderen Parteien ist, weshalb ich auch in die JU und in die CDU eingetreten bin, ist, weil für mich die CDU für pragmatische Politik steht. Ich finde immer, diskutieren und schwätzen kann man immer viel, macht auch Spaß, aber man muss halt auch mal was machen. Ja. Und man muss halt die Dinge auch verändern. Und ich will ja was verändern, deswegen kandidiere ich jetzt für den Landtag. Und die Politik der CDU ist für mich einfach pragmatisch. Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz, da diskutiert man ja auch immer viel. Und ich finde, es ist jetzt auch langsam mal genug diskutiert. Wir alle wissen, und ich bin da auch der festen Überzeugung, auch weil ich so jung bin, weil es um meine Generation und die Generation meiner Kinder geht, wir haben es verstanden, dass wir die Klimaziele erreichen müssen. Ja. Da gibt es auch ganz viele Ziele, die wahrscheinlich gar nicht jeder alle aufzählen kann. Und jetzt muss man sich aber auch mal dran machen, die Ziele einzuhalten oder zu erreichen. Und da finde ich, was kann man vor Ort denn machen? Und da glaube ich, dass wir hier in unserer Region das Thema Wald ein ganz großes Thema ist. Ja. Und ich war vor ziemlich genau einem Jahr bei einer Waldbegehung bei Radolf Zelligering. Okay. Und dort hatte der Förster, das ist jetzt keiner, der irgendwie überschwänglichen Emotionen nahe steht, sondern ist eigentlich ein recht sachlicher Typ, super Typ. Und der hat gesagt, wenn er den Zustand von den Wäldern sieht, hier bei uns in der Region und auch gerade von seinem Wald, dann hat er nicht das Gefühl, dass in der öffentlichen Diskussion beim Thema Klimaschutz übertrieben wird, sondern dann hat er eher das Gefühl, dass untertrieben wird. Okay. Und das war so ein Punkt, so ein Auslöser, der eben auch bei mir was ausgelöst hat, nämlich zu überlegen, was können wir denn konkret dafür tun, dass wir die Wälder bei uns in der Region erhalten und eben auch zukunftsfest machen. Okay. Und ein ganz großes Thema ist es eben, unsere Wälder aufzuforsten, und zwar mit Baumarten, die halt mit dem Klima bei uns zurechtkommen. Und deswegen die Idee, für jede 50. Stimme einen Baum, so kann ich was für das Klima machen und für die Wälder, aber so kann theoretisch auch jeder Wähler natürlich was fürs Klima machen. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wie viele Bäume da am Ende rauskommen. Auch nicht sehr viele. Ja. Ja, viele werden, wenn sie deinen Namen hören, Levin Eisenmann, werden sie an unsere Kultusministerin in Baden-Württemberg denken, Susanne Eisenmann. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Ihr wart Mitte Dezember quasi digital auf ihrer Wahlkreis-Tour und sie als Kultusministerin ist natürlich für die Bildung zuständig und Thema Bildung sicherlich eines der größten Anliegen aktuell und Themen, die Digitalisierung in den Schulen. Wie möchtest du, wenn du im Landtag gewählt wirst in Stuttgart, da dich dafür stark machen oder eben auch vielleicht weniger, wie auch immer. Wie siehst du das Thema Digitalisierung? Ja. Also ich glaube, dass die Digitalisierung in allen Bereichen so das größte Thema ist, was wir eigentlich jetzt und in den nächsten Jahren vor uns haben. Ja. Und wir sehen es jetzt gerade eigentlich in Corona, dass wir noch Nachholbedarf in allen Bereichen haben bei der Digitalisierung, aber ganz speziell auch in den Schulen. Und ich will da ansetzen, auch weil meine Schulzeit ja selber noch nicht so lange her ist. Ich habe 2015 hier in Konstanz Abi gemacht, weiß also noch ganz gut, wie gut oder wie schlecht die Schule von mir zumindest damals digitalisiert war. Und ich will da vor allem bei zwei Punkten ansetzen. Erstens bei der digitalen Infrastruktur, also wenn es darum geht, mobile Endgeräte, dass die Schulen Internet haben. Und da muss man sagen, klar, da gibt es jetzt auch Nachholbedarf, aber da wird sich in der nächsten Zeit sehr viel tun, weil es ja jetzt bis 2025 den Digitalpakt Schule gibt, 5 Milliarden Euro für alle Schulen in Deutschland. Okay. Und da wird ziemlich viel Geld eigentlich an jede Schule auch in Baden-Württemberg kommen. Und das Geld wird genau für solche Dinge da sein, nämlich WLAN-Hotspots an den Schulen, Whiteboards statt Tafeln mit Kreide, Laptops an den Schulen. Also das Geld kann dann da reinfließen, die Infrastruktur. Ja. Und was mir eben wichtig ist, sozusagen als Pendant dazu, dass man sagt, wir setzen jetzt nicht nur auf die Hardware, also iPad für alle Schüler, sondern wir gehen eben auch sozusagen
setzen auch bei der Software der Schüler an und wir vermitteln viel mehr, was eigentlich die Digitalisierung bedeutet. Ja. Weil ich da auch aus eigener Erfahrung von meiner Schulzeit weiß, dass dort noch sehr viel Aufholbedarf da ist. Und ich finde, wir müssen viel mehr den Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie überprüfe ich Fakten auf ihre Richtigkeit. Also Donald Trump in den USA zeigt uns ja, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass man es auch lernen muss, wie ich eine Neuigkeit überprüfe. Ja. Oder wie schütze ich meine eigenen Daten im Internet? Wie bereite ich mich auf die digitalisierte Arbeitswelt vor? Das sind Fragen, auf die man meiner Meinung nach noch viel mehr in den Schulen eingehen muss. Ja. Weil halt auch jedes Kind eine Schule besucht und man so wirklich auch alle erreichen kann. Das und das ist so dieser Punkt, den ich voranbringen möchte, auch im Landtag. Und ein Satz noch zu Susanne Eisenmann, weil da ja auch, wie gesagt, nicht verwandt oder verschwägert mit mir, aber weil da ja auch viel diskutiert wird jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Und jetzt kann man über die einzelnen Maßnahmen, einzelnen Punkte sicher immer viel diskutieren. Ja. Ich finde, gerade in der Corona-Zeit ist das Amt des Kultusministerin jetzt sicher nicht beneidenswert. Mhm. Ich finde aber, wenn Susanne Eisenmann eins geschafft hat, sie hat das Jahr 2016 das Amt übernommen. Mhm. Und wenn wir uns mal überlegen, wo wir jetzt stehen, jetzt diskutieren wir drüber, wie digitalisieren wir unsere Bildungslandschaft. Mhm. Und wenn wir mal schauen, wie war denn der Landtagswahlkampf vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, da hat man immer nur über Strukturen diskutiert. Ja. Also damals waren ja die, vor 5 oder vor 10 Jahren, waren ja die großen Fragen Gemeinschaftsschule gut oder böse, Gymnasium gut oder böse, Realschule gut oder böse und so weiter und so fort. Und ich finde, kann man da immer noch eine Meinung dazu haben und auch darüber diskutieren, aber man hat sich eigentlich von dieser großen Strukturdiskussion weitestgehend verabschiedet, hat einen Schulfrieden geschaffen, den sehen wir auch gerade hier in Konstanz, bei uns in der Region, wo es Gymnasien, Gemeinschaftsschule, Realschule, berufliche Schulen gibt. Und man hat sich von den Strukturdiskussionen verabschiedet und ist jetzt mal dorthin gekommen, dass wir wirklich auch mal darüber diskutieren können, wie gestalten wir den Inhalt unserer Bildungslandschaft. Und da heißt eben meine Antwort Digitalisierung. Okay. Ja, weil du es angesprochen hast, die Schulen auszustatten vernünftig auch. Und es gibt, weiß ich aus eigener Erfahrung, Schulen, die bis vor kurzem noch keinen adäquaten Internetanschluss hatten, die noch nicht einmal Intranet oder sonstiges hatten. Ja, da fragt man sich dann schon, andere Schulen haben bei weitem schon mehr. Selbstverständlich viele Gymnasien, die natürlich auch gerade in den Oberstufen anders arbeiten müssen, wie jetzt die erste oder zweite Klasse, das ist natürlich auch verständlich, aber wenn man dann natürlich sieht, was für Unterschiede es da dann doch gibt, ja, ist dann definitiv viel Nachholbedarf. Klar. Und du hast ja auch schon gerade angesprochen mit dem Beispiel Konstanz, dass man da sieht, dass da jetzt ein bisschen der Schulfrieden geschlossen worden ist. Man sieht es ja auch ganz toll an der Gemeinschaftsschule, dass die Schule sehr gut angenommen wird anhand der Anmeldezahlen und die wurde neu gebaut und war noch nicht mal richtig in Betrieb, hat man schon einen Anbau beschlossen, weil man gleich gemerkt hat, ups, da fehlen noch jede Menge Plätze. Ja? Genau, und ich meine, die Gemeinschaftsschule wird nicht nur in Konstanz hier gut angenommen, sondern die Konstanzer Gemeinschaftsschule und auch die Radolfzeller Gemeinschaftsschulen, die sind ja, das sind ja beides Vorzeigeschulen, die ja weit auch über den Wahlkreis hinaus bekannt sind in Baden-Württemberg. Die ja klar zeigen, dass es eigentlich gut ist und dass es jetzt gut ist, nicht über Strukturen zu diskutieren, sondern einfach auch über die Inhalte, Digitalisierung. Ja, selbstverständlich sind auch die Unternehmen noch gefordert. Also, oder wie siehst du das? Weil natürlich jetzt ein großes Unternehmen, ein größerer Konzern, müssen ja nicht über Konzerne sein, aber erfolgreiche Unternehmen, können ja durchaus auch ihren eigenen Auszubildenden schon, dass man da anfängt schon und sagen kann, wir stellen unseren Azubis für die Ausbildung ein iPad, ein wie auch immer, ein Laptop zur Verfügung, was dann genutzt werden kann, auch für die Berufsschule, weil da muss man auch anknüpfen, also nicht nur bis zum Abi oder bis zur mittleren Reife, sondern auch fortführend dann in der Ausbildung, egal ob das in der Pflege ist oder im Handwerk oder eine sonstige Ausbildung. Aber dass da vielleicht die Unternehmen auch nochmal gefordert und gefördert werden, auch vor allen Dingen, dass man sagen kann, okay, wir statten als Arbeitgeber unsere Azubis da auch mit aus.
Klar, es muss natürlich jeder überlegen, wie, was kann er zur Digitalisierung beitragen. Mhm. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch gerade durch Corona, dass Homeoffice jetzt nicht nur irgendeine Randerscheinung ist oder so, sondern dass das wirklich für viele Bereiche eine Alternative ist, ja. Aber eben nicht für alle Bereiche. Und deswegen glaube ich, der Staat kann da jetzt wenig vorschreiben. Also es gibt ja zum Beispiel die Forderung zum Beispiel von der SPD, zu sagen, es muss eine Homeoffice-Pflicht geben, wovon ich jetzt wenig halte, weil es ja so viele unterschiedliche Berufe gibt. Ich kann nicht von zu Hause arbeiten. Genau, also ein Lehrer sollte hoffentlich nicht von zu Hause arbeiten, weil man jetzt gesehen hat, dass Homeschooling vielleicht mal zeitweise funktioniert, wenn man Glück hat, aber eben kein adäquater Ersatz ist. Und deswegen glaube ich, Aufgabe von der Politik ist vielmehr, die Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel die digitale Infrastruktur, also Glasfaserausbau. Dass unser Ziel ist, das Ziel vom Land oder die Aussage vom Land ist klar, dass jetzt nicht mehr auf Kupfer gesetzt wird, sondern voll auf Glasfaser. Ja. Und dass es da eben auch Förderprogramme gibt für die Kommunen, die den Glasfaserausbau vorantreiben wollen. Und dass es nicht nur Förderprogramme gibt, sondern dass diese eben auch so ausgestaltet sind, dass die eben auch abgerufen werden. Also ich weiß es von einigen kleinen Kommunen hier auch im Wahlkreis, die mir erzählt haben, die würden total gerne das Förderprogramm vom Land oder vom Bund in Anspruch nehmen, um Glasfaser auszubauen, dass das Programm aber so hohe bürokratische, sind wir wieder bei der Bürokratie, so hohe bürokratische Auflagen hat, dass sie als kleine Gemeinde eigentlich allein für dieses eine Förderprogramm irgendwie ein oder zwei Sachbearbeiter einstellen müssten. Und dann ist natürlich der Effekt von so einem Förderprogramm auch weg. Ja. Und deswegen muss das einfach auch entschlackt werden, wie die Bürokratie ganz allgemein. Und dann kann der Staat eben diese Rahmenbedingungen, die digitale Infrastruktur bereitstellen. Okay. Ja. Ja, und da vielleicht nochmal eingehakt zum Thema Corona auch, zur Pandemie. Seitens Staat, seitens also von der Regierung werden ja auch oder auch eben von der Landesregierung Fördermittel für Unternehmen zusammengeschnürt und freigegeben. Da erhalten unter anderem große Unternehmen, große Konzerne, die ja eh schon an der Börse sind, Milliarden und Millionen Euros für ihre Rettung quasi. Kleinstunternehmen wie die Gastronomen, aber auch die Kultur. Und aber auch Familien, wo Eltern teilweise in Kurzarbeit sind, erhalten quasi im Vergleich zu denen, die eh schon quasi viel Geld haben, nicht ganz so. Wie siehst du das? Ja. Also ich glaube erstmal, dass wir natürlich Hilfsprogramme geben müssen, weil es ist ja ein Anliegen von uns oder es muss ein Anliegen von uns sein, dass die kleinen Betriebe, aber auch die Familien, die Kunstschaffenden, die Kulturschaffenden, dass die alle auch eine Perspektive nach Corona haben. Ja. Und deswegen sind solche Hilfsprogramme schon richtig. Mhm. Ich bin da auch total dafür. Das finde ich auch gut, dass ja dieser Fehler eigentlich ein Stück weit auch behoben wurde, dass im ersten Lockdown bei den Hilfsprogrammen die Solo-Selbstständigen, also viele im Kultur- und Kunst- und Musikbereich, sind da ja leer ausgegangen, und dass da jetzt schon ein Stück weit Abhilfe geschaffen wurde. Da kann man jetzt sicher auch noch weiter über Einzelheiten diskutieren, aber die Grundrichtung, die stimmt da auf jeden Fall. Ja. Es gab jetzt im Herbst super Hilfsprogramme für Tourismus und Gastronomie, manche sagen sogar zu gut. Okay. Die sind aber gut und es kommt natürlich auch gerade den Betrieben hier in der Region zugute, weil wir hier natürlich zum großen Teil von Tourismus und Gastronomie leben. Ja. Und was wir jetzt schauen müssen ist, weil ich da auch einige Nachrichten bekomme, seitdem jetzt der Lockdown verlängert wurde, vor 2 Wochen, dass nämlich der Einzelhandel auf bessere Hilfsprogramme angewiesen ist. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt reinmachen. Hast du dich ja auch eingesetzt für den stark gemacht für Click und Collect, gell? Das genau, für Click und Collect, ein total wichtiges Thema hier gerade, weil wir hier eben auch vom Einzelhandel leben. Ja. Und da müssen wir jetzt schauen, dass es hier gute Hilfsprogramme gibt, natürlich auch für die Familien, da war das sicher richtig mit dem Familienbonus, den es gab. Es gab ja auch Hilfen für Studierende, für Auszubildende. Ich glaube, wir müssen auch die Debatte führen. Der Lockdown geht jetzt noch bis mindestens 31. Januar, wenn man jetzt so den Berichten glaubt, wahrscheinlich eher noch ein bisschen länger. Und auch dann wird man sich überlegen, ob es eben auch nochmal dann solche Hilfen geben muss. Mhm. Mir ist eben nur eins wichtig, also erstmal zu sagen, ja, wir müssen natürlich jetzt helfen, aber Geld ist eben nicht unendlich. Das wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung leider.
Und deswegen müssen wir auch klar sagen, es ist jetzt richtig, solange Corona da ist, aber Corona wird hoffentlich im Laufe des Jahres beherrschbarer sein, eben aufgrund vom Impfstoff. Und dann müssen wir eben auch wieder zurück zu einer generationengerechten Haushaltspolitik, was mir eben auch als junger Mensch gerade wichtig ist und wo wir auch als CDU sehr viel Wert drauf legen, weil Deutschland hat im weltweiten Vergleich mit die besten Hilfsprogramme für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen und Familien. Ja. Kann man jetzt über Einzelheiten immer diskutieren, aber vom Volumen her gibt es eigentlich nirgendwo auf der Welt ähnlich breite Hilfsprogramme. Und warum haben wir das? Weil wir es uns auch jetzt leisten können, weil wir in den letzten Jahren gut gehaushaltet haben. Ja. Und daher müssen wir auch schauen, dass wir deshalb wieder, sobald Corona beherrschbar ist, wieder zu einer verantwortungsvollen, generationengerechten Haushaltspolitik kommen, dass wenn die nächste Krise kommt, wir wissen ja nicht, vielleicht haben wir in ein paar Jahren wieder die Krise, dass wir der Generation da, den Verantwortlichen da, dann einfach auch dieselben Spielräume bieten können, die wir heute eben haben. Ja, okay. Ja, heute war ja der Bundesparteitag der CDU, digital, haben viele dann auch zugeschaut, du ja natürlich auch. Da wurde auch ein neuer Vorsitz gewählt für die CDU. Ja, ein Rennen zwischen Röttgen, Merz und Laschet. Im zweiten Wahlgang hat es dann Armin Laschet gemacht. Du hast selber Armin Laschet kennenlernen dürfen schon. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit dann von Landesebene in Stuttgart nach Berlin? Also erstmal zum Bundesparteitag ganz kurz. Was eine total wichtige Entscheidung natürlich ist, weil es da vielleicht auch nicht nur um den CDU-Bundesvorsitz ging, sondern vielleicht auch um die nächste Kanzlerkandidatur, das weiß man ja noch nicht. Ich persönlich habe mich ja nicht öffentlich geäußert, wen ich da wählen werde, das jetzt auch nicht tun, wen ich gewählt habe, weil ich grundsätzlich einfach Personaldiskussionen blöd finde. Ich finde, es sollte um die Sache gehen, um pragmatische Politik und da wird jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich finde es jetzt aber wichtig, dass wir als Team in das Superwahljahr 2021 gehen als CDU und zwar auch mit allen drei Kandidaten an Bord. Armin Laschet jetzt als Vorsitzender, Norbert Röttgen wurde jetzt ins Parteipräsidium gewählt, ein super kluger Kopf, außenpolitischer Experte, was gerade auch für die Grenzregion hier ja ein wichtiger Kopf auch ist, deswegen gut, dass er dabei ist. Und Friedrich Merz als Wirtschaftsexperte, was natürlich jetzt gerade wichtig ist in der Corona-Zeit. Wir haben gerade über das Thema gesprochen und auch in der Zeit danach. Und deswegen müssen wir als Team jetzt rangehen. Und dann glaube ich, was der Andreas Jung ist ja der Bundestagsabgeordnete hier und der gibt unserer Region eine ganz gute Stimme in Berlin. Und ich will dafür sorgen, dass es eine ähnlich laute Stimme auch im Landtag von Baden-Württemberg gibt. Ja. Weil jetzt würde wahrscheinlich jeder Kandidat von allen Wahlkreisen in Baden-Württemberg von seinem Wahlkreis sagen, es ist der schönste und der beste Wahlkreis. Ja. Bei uns stimmt es halt wirklich. Und es ist halt nicht nur der schönste Wahlkreis, sondern halt auch ein ziemlich besonderer Wahlkreis, weil wir hier Themen haben, die es woanders so nicht gibt. Richtig, ja. Ich habe gerade schon Grenzregion gesagt, wo wir letztes Jahr gesehen haben, was das bedeutet, wenn der Grenzzaun wieder hochgeht, dass das nicht nur Auswirkungen auf den Warenverkehr oder auf den Pendlerverkehr, sondern dass es halt auch Auswirkungen auf Bekanntschaften, auf Familien, auf Freunde hat. Und da braucht es eine starke Stimme im Landtag von Baden-Württemberg, die hat es aus meiner Sicht heute eben noch nicht. Deswegen möchte ich das gerne werden. Auch beim Thema Wirtschaft. In Berlin und Stuttgart wird jetzt viel davon gesprochen, wie kann die Automobilindustrie, wie kann die Maschinenbauindustrie gerettet werden. Genau, ja. Wichtige Fragen, weil es viele Arbeitsplätze in Deutschland und auch gerade in Baden-Württemberg dranhängen. Aber gucken wir mal jetzt hier in die Region, in den Wahlkreis Konstanz-Radolfzell-Höri. Wie viele Industrieunternehmen hat es denn noch hier? Ja. Eigentlich recht wenige. Ja. Wovon wir hier vor allem leben, ist eben Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel, ein Stück weit Landwirtschaft und Kraft in der Stadt Konstanz, viele Unternehmen, die aus der Uni oder aus der HTWG rausgegründet werden. Viele IT-Unternehmen haben wir, also die mit Software arbeiten, genau, mit Hardware. Genau, die auch diesen Kontakt zur Uni, zu den Berufsschulen angewiesen sind. Ja. Und auch diese, vor allem kleinen Unternehmen, die brauchen eben eine starke Stimme. Und das ist Aufgabe hier von den Landtagsabgeordneten,
Und das möchte ich eben gerne ausfüllen und machen. Okay. Es gibt auch noch fernab einen Levin Eisenmann, nämlich fernab der Politik. Und dich trifft man auch mal privat irgendwo, ja, und kann auch mit dir ohne gleich zu fragen, wie siehst du das politisch, sondern kann mit dir auch normal sprechen. Fällt mir auch gleich noch was ein, sage ich gleich noch was dazu. Bin gespannt. Ja, aber nee, das gibt natürlich auch noch fernab einen Levin Eisenmann. Du studierst noch. Du möchtest nämlich, das ist dir sehr wichtig, fernab von der Politik auch noch für die Zukunft was arbeiten. Nämlich eine Amtsperiode endet irgendwann und man weiß natürlich ja nicht, wie geht es weiter. Bleibt man für immer irgendwo im Land oder in der Bundesregierung dann, sondern irgendwann ist vielleicht dann doch mal früher fertig. Und da ist es dir ganz wichtig, dass du was in der Tasche auch hast. Du studierst Jura und stehst im Herbst. Ja, stehen deine Prüfungen an, genau, für das erste Staatsexamen. Und die möchtest du auch zu 100% machen, nämlich 100% Studium und 100% Wahlkreis, hast du gesagt. Ja, du bist Student. Das heißt, gibt es auch den typischen Levin-Student. Also, du bist auch in einer WG im Wohnstuhl. Gibt es da diesen typischen Levin, der nach Hause kommt und sagt, hier sieht's unaufgeräumt aus? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich, glaube ich, ganz viele Studenten. Ein manchmal unaufgeräumtes Zimmer oder manchmal eine unaufgeräumte Küche. Okay. Da tragen natürlich alle dazu bei. Das ist so natürlich. Liebe Grüße an meine WG, die das vielleicht sehen oder hören wird. Tragen alle dazu bei, das stimmt. Ansonsten natürlich, wie viele, die studieren oder eine Ausbildung machen, muss ich natürlich auch, arbeite ich nebenher, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Genau. Mache ich auf dem Wochenmarkt, wo ich immer donnerstags in der Regel in Wollmatingen auf dem Wochenmarkt verkaufe für einen Obsthof aus Witzelstetten, für den Obsthof Roma. Genau, das wollte ich eben. Ah ja, okay, dann habe ich das, sozusagen schon gespoilert. Yeah. Und genau, mein ganz festes Versprechen, eine ganz feste Zusage war, ich mache mein Studium fertig, weil politisches Mandat eben immer nur auf Zeit ist. Ja. Und deswegen werde ich auf jeden Fall im Herbst auch, jetzt im kommenden Herbst, mein Examen machen. Okay. Zum Thema Jurastudium, wie wichtig ist dir die Kombination? Hättest du jetzt auch Wirtschaftswissenschaften studieren können? Und, oder was meinst du, wie wichtig ist das Thema Jura im Zusammenhang auf die Politik denn? Also für mich ausschlaggebend, Jura zu studieren, war einfach, weil man damit total viel machen kann. Mhm. Also man kann damit ganz klassisch Richter, Rechtsanwalt, Staatsanwalt werden. Ja. Man kann theoretisch auch zu einem Unternehmen gehen, man kann bei einer Behörde arbeiten, was jetzt eher nicht so mein Fall wäre, okay, aber theoretisch könnte man das machen. Mhm. Und das war eigentlich so ausschlaggebend, Jura zu studieren, mhm, und natürlich auch das Fach selber, also dieses zu tun haben mit dem Staat, mit Gesetzen, mhm, was ja das Miteinander so ein bisschen regelt von jedem von uns. Das finde ich interessant. Ich glaube natürlich, ist sicher förderlich für die Politik. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, egal was man studiert hat oder was man für eine Ausbildung gemacht hat oder was man arbeitet, gerade in der Politik sollte man ja nicht irgendwann mal ein Fachidiot werden. Mhm. Und deswegen, selbst wenn ich jetzt dieses Studium fertig mache, mir ist eben wichtig, über den Tellerrand zu blicken. Deswegen, ja, zum Beispiel auch diese Praktikumstour, mhm, um einfach die verschiedenen Bereiche kennenzulernen. Ja. Das bringt einem kein Studium, sondern ja, das muss man halt selber machen. Wie gesagt, Politik hängt ja nicht vom Alter ab, sondern was kann, was will man leisten. Und es ist ein Ding von vielen, was ich leisten will, eben dieser Blick über den Tellerrand in die verschiedenen Bereiche des Lebens. Okay, wunderbar. Ja, Lieben, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und wir ein Spätzle halten konnten. Hier im, ja, ich sag jetzt mal im CDU-Abgeordnetenhaus oder im CDU- ja, Gebäude von Konstanz, nämlich Andreas Jung ist ja so eine Etage, anderthalb Etagen Tiefe, und hat hier sein Bundestags-Wahlkreisbüro, mit dem ich übrigens ja auch schon ein Video gemacht habe, also falls ihr euch da auch nochmal reinschauen wollt, gerne. Und wenn CDU, dann bleiben wir bei der CDU lang. Ja, nee, vielen Dank, Levin, danke. Hat mich gefreut und Stuttgart ist natürlich eine tolle Stadt, einzigartig sicherlich, und wünsche dir auf jeden Fall für die Wahl dann das Beste. Und wenn du die Stimmen kriegst nach Stuttgart, dann
vertreten natürlich auch den Landkreis oder den Wahlkreis in allen Belangen gut möglich. Und finde ich super, dass du dir die Leute anhörst, die Bürgerinnen und Bürger, und sagst, hey, das möchte ich mir anhören und versuchen dann auch umzusetzen und mich dem Thema zu widmen. Das ist immer gut zu hören, weil es gibt genug Politiker, die sagen, dafür stehe ich oder das möchte ich machen, dafür setze ich mich ein, und passieren tut nämlich nichts. Und ich glaube, das ist so, dass, wo viele immer sagen, wenn es um Politiker geht, ach, schwätzt eh nur. Deswegen bleibt da dran, und wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Wochenmarkt irgendwann mal wieder, wenn ich schaffe. Ja, ein paar Jona-Gold-Äpfel holen oder so. Genau, jeder, der das Video bis zum Schluss geguckt hat und sozusagen das jetzt mitbekommt, kriegt auch vielleicht ein paar Prozent auf die Äpfel. Das ist was? Muss ich halt noch mit dem Chef aushandeln. Ja, das ist dann dein Part, ja. Ja, dann machen wir noch ganz einfach einen Rabattcode draus mit dem Rabattcode. Ja, genau. Mit was nehmen wir als Rabattcode? Machen wir einfach Mafi oder schwätzen wir Mafi. Okay. Obststoff Roma, der Levi macht es mit seinem Chef aus. Obststoff Roma am Wochenmarkt in Wolmerting von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Genau. Ja. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Vor dem Heuboden. Genau, in der Radolf-Zeller-Straße vom Heuboden. Kommt zum Levi mit Schwätzle, mit Mafi, mit dem Rabattcode. kriegt ein paar Prozent auf eure Äpfel und auf eure Obst. Und guten Appetit. Ja. Ja, wunderbar, Levi. Hat mich gefreut. Dankeschön. Und ja, bis bald und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und wir wünschen euch jetzt noch viel Spaß beim Schlittenfahren oder wie auch immer bei dem tollen Schnee. Und bis bald, euer Mafi. Ciao.